Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Rabbids Sparks of Hope. Weiter geht's, wir begeben uns endlich zum Winterpalast. Der von einem riesigen Eisbrocken blockiert wird. Das Mädchen, das arme Ding, ist immer noch im Winterpalast. Wer war das? Ich, elender Sohn eines Käseschnüfflers, ich habe versucht, sie in Sicherheit zu bringen, wurde jedoch von unsichtbarer Hand hinausgeworfen. Sie wird gefangen gehalten. Sie wird von irgendwas gefangen gehalten, das von Sekunde zu Sekunde finsterer und bösartiger wird, wie ein Nudelaal oder ein Fransenkauderwelz. Es ist ein Finsterzeit-Tentakel. Mit denen hatten wir schon das Vergnügen, Herr... Ja. Kapitän Orion, diensthabender Wächter auf Flockenbrocken. Meine Freunde nennen mich Schleppnetz, ihr dürft mich aber Captain Orion nennen. Ach, wenn ich doch nur... Das Mädchen und ich sind hier gelandet, als meinem Schiff der Treibstoff ausging. Ich hielt es für sicher, alles war verlassen, wenn ich doch nur... Kapitän, folgen Sie uns, sobald wir drin sind. Dann finden Sie Ihre Freundin. Und nur fürs Protokoll, bei der Tür muss man drücken, nicht ziehen. Sie wird von irgendwas gefangen gehalten, das von Sekunde zu Sekunde finsterer und bösartiger wird. Witzig, in der Zwischensequenz haben sie ihn vollständig synchronisiert und bei dem Gespräch gerade nicht, warum auch immer. Naja, nicht so schlimm. Wir sind endlich im Winterpalast. Entferne die Pfütze in der Eingangshalle. Hey, der Händler ist auch da. Ja, wie ist der denn hier reingekommen? Der muss doch an mir vorbeigelatscht sein. Oder geflogen sein. Na gut, ich nehme noch ein paar Pilze mit. Und zwar 6 Stück. Dann kommen wir insgesamt auf 10. Ja, und dann kümmern wir uns erst einmal da oben um ein kalter Gruß. Ein kalter Gruß. Schon wieder so eine XXL-Arena. Besiege 12 Gegner. Ja, aber schönes Arenendesign. Hey, neuer Spark! Entschuldigung, ich würde gerne wissen, ob ihr es schon mal mit Wasserknechten aufnehmen musstet. Ihre Raserei geht mit einem Spritz-Super-Effekt einher, der euch sehr hart wegschubst. Jedes Mal, wenn ihr danach im gleichen Zug getroffen oder Ziel eines Rasereiangriffs werdet, werdet ihr erneut weggeschubst. Das nennt man gespritzt werden. Ziemlich viel Geschubse, ich weiß. Aber wenn ihr gewinnt, kann ich mit euch kommen. Ist das nicht eine gute Motivation? Ja, mein Kleiner. Ja, wir haben die Gegner ja schon mal kennengelernt. Im letzten Part, in dieser Nebenmission. Von Dr. Splinik. Ja, ich würde sagen, einfach hier durchrennen und alles killen, was wir sehen. Hauptsache, hier liegen wieder so blöde Sniper rum. 2, 4, 6, 8. Gegner sind aktuell da, heißt 4 spawnen noch nach. Ja, sollte aber machbar sein. Wir könnten unser Team noch heilen, aber 155 Münzen nur für Luigi? Nee, mache ich nicht. Genau, can't stop Luigi. Oh, 2 weniger. Jetzt ist die Frage, aufteilen oder nicht aufteilen. Das letzte Mal habe ich mein Team aufgeteilt.
als ich mir die gleiche Frage gestellt habe und dann habe ich es bereut. Deswegen würde ich sagen, ich lasse die Figuren jetzt mal zusammen hier rumwandern. Sicher ist sicher. Schade, ich erwische nicht beide. Aber Luigi kann auf der anderen Seite noch was reißen. Ja, er kann den Sniper theoretisch treffen, aber da sind wir wieder bei diesen 50%, beziehungsweise der 50% Chance. Ja, und... Das sind ja keine echten 50%. Am Ende hat man irgendwie eine Trefferchance von 20% so gefühlt. Das ist ja immer ein bisschen schade. Immerhin hat er mich jetzt auch nicht getroffen. Das ist ja schon mal was Schönes. Habe ich irgendwo eine 100% Chance? Ich meine bei Rebella gerade. Nee. Ja, Rebella hat eine 100% Chance, aber Luigi eben nicht. Was ist denn hier das Klügste? Vielleicht Rebella zu ihm schicken und dann durch ihn durchdashen? Wäre jetzt so mein erster Ansatz. Ja, und dann können wir ja mal diesen Spiegel-Spark ausprobieren. Denn Rebella wird gleich angegriffen. Außer ich treffe jetzt mit Luigi, dann... Ist der Sniper natürlich kein Problem, ja? Ja, toll, jetzt treffe ich, oder was? Ja, witzig. Hätte ich mir den Spark-Einsatz auch klemmen können. Ein Gegner weniger. Ich benutze auf jeden Fall noch den Gegenschlag, denn Rabbit Mario wird gleich angegriffen von dem Spark, der da um die Ecke rumsteht. Ja, und dann haben wir es erstmal. Ah, da kommen auch schon die neuen Gegner. Wie vermutet. Ah, ich hätte den Spark noch benutzen sollen. Ja, wobei, ich benutze ja schon öfter als früher, ne? Also, am Anfang habe ich die ja gar nicht benutzt. Inzwischen benutze ich sie zumindest öfter mal. Muss man sich aber auch einfach dran gewöhnen. IG stelle ich vielleicht mal hier oben hin. Dann kann der den nächsten Gegner vielleicht von oben abschießen und ein bisschen mehr Schaden machen. Boah, die hauen aber auch schon wieder rein, die Gegner. Alter Verwalter. Ja, war eine gute Idee, sich da oben hinzustellen. Köstlicher Pilz!
Iji sollte alleine klarkommen. Ah, wobei wäre ganz schön, wenn ich den in dieser Runde schon töten könnte. Auf der anderen Seite. Rabbit Mario kommt hier vorne ganz gut alleine klar. Luigi braucht immer so ein bisschen Verteidigung bzw. jemanden, der ihn beschützt. Genau, minus 1. Ja, Eisenblick können wir auch direkt wieder reinhauen. Die Gegner bewegen sich ja immer direkt, wenn sie gespawnt sind. Was ich weiterhin wirklich immer noch nicht so gut finde. Dadurch, dass sie sich direkt bewegen dürfen, kann man halt nichts Großartiges planen. Man muss immer so ein bisschen reagieren auf die, die spontan kommen. Das sind aber auch schon die letzten beiden Gegner. Hier, nachher haben wir es geschafft, ne? Bei wie vielen sind wir gerade? Ja, 10 von 12, genau. Schau mal, diesmal habe ich sogar an den Spark gedacht. Und liebe Leute, damit haben wir gewonnen. Erkunde den Winterpalast. Glutokalypse schließt sich dem Team an. Sieh dir deine Sparks an, ja gerne. Ja gut, der wird einen Feuereffekt haben, ne? Meteore mit dem Feuer-Super-Effekt stürzen auf die Gegner herab. Ja, wobei, klingt ja interessanter als der andere, ne? Was kann er hier eigentlich? Aeronaut. Windstoß-Super-Effekt. Klingt beides ganz cool. Tausch mal so ein bisschen durch. So, so, genau. Dann werten wir die auch direkt mal auf, die beiden. Und dann schauen wir uns im Palast um. War nicht unten noch eine Tür? Habe ich mir das eingebildet? Nein, da ist tatsächlich eine. Wobei, verlassen? War das jetzt gut oder war das falsch? Ach, hier gibt es so einen Gartenbereich. Immunitätszauber erhalten. Sehr schön. Boah, ist ja ein riesiger Garten. Naja, ist auch ein riesiger Palast, muss man fairerweise dazu sagen. Das Gebiet draußen finde ich fast sogar ein bisschen schöner als hier drinnen. Ah, da geht's weiter, aber wir gucken uns erstmal hier bei den Nebengängen um. Hey, ein schönes Bild. Hier ist unser Meisternavigator, der seine Karte verkehrt herumhält, während er versucht, eine Raststätte mit einer Toilette zu finden. Anscheinend ein sehr, sehr, sehr begabter Navigator. Sind die Wassergegner jetzt die neuen Standardgegner?
Ich finde die übrigens gar nicht so schlimm. Also die Feuergegner fand ich unangenehmer. Ach, es ist jetzt hier eine Mischung aus Feuer und Wasser. Wo sind wir bei Game of Thrones? Let's go. Judy, Judy, Judy. 4 Gegner haben wir hier. 1, 2, 3, 4. Einer steht links. Ja, dann sollte ich Rebella und Rabbit Mario da vorne hinschicken. Oh, ich liebe diesen Spark. Der ist so geil, dieser Elektro-Spark. Mega, mega, mega gut. Schau mal, Rebella muss sogar gar nicht auf die andere Seite. Wie kann sich mit ihm hier beschäftigen? Und dann haben wir auch schon gewonnen. Eine neue Erinnerung über Captain Orion. Kapitän Orion, der de facto Wächter von Flockenbrocken, der hier mit seinem Schiff gestrandet ist, ist eine überaus kuriose Erscheinung. Dieser kosmische Fischer führte ein ruhiges Leben in Einsamkeit, bis er sich um eine Person zu sorgen begann, die er kurz zuvor gerettet hatte und die nun im Winterpalast verschwunden war. Wie können Lebensformen nur so schnell Bindungen eingehen? Mir erscheint das eher als Fluch denn als Segen. Sehr schön. Ja, unser Bordcomputer weiterhin sehr, sehr freundlich. Sehr, sehr empathisch. Hey, noch ein Bild. Orion ist Misera auf waghalsige Weise entkommen. Trotz der Gefahr, gefangen genommen zu werden, hat er die Hafengebühr vorab bezahlt. Ich finde übrigens, dass diese Bilder wirklich unheimlich schön gezeichnet sind. Hat so ein bisschen Wallpaper-Potenzial, ne? Naja. Was haben wir denn da? Eine brüchige Wand. Was ist das denn für ein Viech? Verschlossene Röhre, erforderliche Sparks, 19. Also was hatten wir auf dem anderen Planeten auch? Sind das so Bonusgegner, also so Special-Gegner, die sehr, sehr stark sind? Könnte ich mir vorstellen. Sieht auf jeden Fall richtig gruselig aus. Mann, 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 Mann. Sehr schön, hier oben haben wir alles gesehen. Dann geht's nach draußen, nehme ich an. Oh, das muss der Ballsaal sein. Ich habe all die Walzer, Polkas und Foxtrotts, die hier getanzt wurden, genau vor Augen. Ja, wow. Ist ja irre. Natürlich wäre es kein richtiger Ballsaal ohne einen ausgeklügelten Schließmechanismus für die obere Etage, wie diesen hier. Die Dieven haben sich einfach zu oft hinter solchen Türen eingeschlossen. Deswegen haben Ballsaalarchitekten sich etwas ausgedacht, womit man sie mit Hilfe von Schaltern wieder befreien konnte. Da sind noch zwei Türen. Sehen wir mal nach, wohin sie führen. Vielleicht finden wir hier einen Ballsaalknigge. Der Winterpalast. Aktiviere die erste Statue. Naja, draußen sind wir zwar nicht, aber... Ein wunderschöner Saal. Hat sich vor uns aufgetan. Mehr Bilder. Sehr schön. Orion ist der Sprit ausgegangen. Zum Glück ist er Mitglied bei der Allgemeinen Weltraumgondelpannenhilfe.
Das hat sich bezahlt gemacht. Orion hat sich einem Kometenfresser entgegengestellt und überlebt. Aber wenn man die Geschichte hören will, hat er nur Klagen über Spritkosten und die Großhandelspreise für Himmelsfisch parat. Erstmal egal, wo wir runtergehen. Tür Nummer 1 und auf der anderen Seite Tür Nummer 2. Ja, gehen wir auf jeden Fall durch beide durch. Wobei, kann man sich die Bilder hier noch anschauen? Nein. Was für ein wunderschöner Rabbit oder eine wunderschöne Rabbit-Dame. Man kann hier auch mit nichts interagieren. Graf Magnesio. Das ist Graf Magnesio, der einstige Mieter dieses Palastes. Wisst ihr? Er ist ausgewandert, als er herausfand, dass es auf Strahlestrand 6 Eissorten gibt und nicht 3 wie hier. Ach, das ist ein Bild da vorne von ihm hier. Und das ist ein Bild von ihr. Ja, jetzt habe auch ich das verstanden. Gräfin Vanesia. Gräfin Vanesia, die einzige Herrscherin über Flockenbrocken. Der Legende zufolge hat sie nach dem ersten Latte mit Kürbiskuchen gewürzt, den sie auf Prima Poletti getrunken hat, beschlossen, für immer dorthin ins Exil zu gehen. Ja, liebe Leute, und wohin wir gehen, das entscheidet sich im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao. Yep. Ja.